Bernadette fühlt sich in Österreich nicht so richtig willkommen. Sie ist eine erfolgreiche Frau. Sie hat 2 Studien abgeschlossen, an 7 Sozialprojekten im Ausland gearbeitet und teilt sich mit ihrem Sohn ein Zimmer in Wien-Meidling. Die 36-Jährige findet keinen Job und ist derzeit auf Mindestsicherung angewiesen. Das ist ihre Geschichte. Bernadette, du beziehst Mindestsicherung. Mhm. Erzähl mal bitte einfach, wie es dazu gekommen ist. Also bei mir ist es so, dass ich habe 2 Studien abgeschlossen, eine Zusatzausbildung und habe sehr viel im Ausland auch gelebt und gearbeitet. Und ich war in Österreich auf Arbeitssuche und ich habe einen 5-jährigen Sohn, bin Alleinerzieherin und es war für mich einfach nicht möglich, einen adäquaten Job zu finden, wo die Betreuung auch gepasst hätte. Und deswegen bin ich in die Situation gekommen, Mindestsicherung zu beziehen. Was frustriert denn diese Situation am meisten? Was ich schwierig finde, ist, dass mein Sohn jetzt eben schon 5 Jahre alt ist und er einfach mehr Platz brauchen würde. Und er hat zum Beispiel kein eigenes Bett und also es ist irgendwie sehr, es ist halt schon sehr beengt. Und ich habe das auch vorher angesprochen mit dieser Zwei-Klassen-Gesellschaft, ja, dass man, also man wird schon sehr schnell gesellschaftlich ausgeschlossen und exkludiert. Also wir haben uns ja im Rahmen meines Versuchs, einen Monat lang von 7,50 Euro am Tag zu leben, kennengelernt. Und ich wollte dich fragen, was hältst du eigentlich von dieser Aktion? Ich finde das sehr beeindruckend, weil es wirklich um die reale Lebenssituation von so vielen Menschen geht. Also weil es darum auch geht, diese Erfahrungen weiterzugehen und dieses Wissen auch weiterzugeben. Ich möchte jetzt noch kurz 2, 3 Aussagen von ÖVP und FPÖ-Politikern zum Thema Mindestsicherung vorlesen. Zum Beispiel haben sie gesagt, Wien ist ein Magnet für alle, die mit möglichst wenig Arbeit möglichst viel Geld bekommen wollen. Und ich frage mich, was denkst du, wenn Wien quasi als größter Sozialmarkt Österreichs bezeichnet wird? Ja, also ich habe da sofort dieses Bild von Menschen, die diese Aussagen treffen, die einfach die Realität nicht kennen. Ja? Also die zwar Politiker sind und vielleicht ein hohes Gehalt dafür bekommen, für ihre Arbeit, aber es wäre mal wichtig, dass sie selber mal schauen, wie der Arbeitsmarkt ausschaut im Moment, ja? Welche Möglichkeiten es überhaupt gibt, ja? Wie hoch die Lebenskosten in Wien sind. Und wie hoch die Kosten auch für Lebensmittel sind. Und dann können sie gern solche Aussagen sagen, wenn sie dann das noch immer glauben. Du Bernadette, die Politikerinnen richten Betroffenen über die Medien pausenlos Sachen aus. Magst du als Betroffene vielleicht einmal umgekehrt den Politikerinnen was ausrichten? Ja, ich hätte gern, dass mir mal ein Politiker erklärt, ja, also warum ich als Frau für die gleiche Arbeit weniger verdienen soll. Für mich ist es auch so, dass ich, obwohl ich zum Beispiel in Österreich studiert habe, obwohl ich hier meine Kindheit verbracht habe und diese 2 Studien abgeschlossen habe, ich fühle mich nicht wirklich willkommen in Österreich. Und es hat damit zu tun, dass ich das Gefühl habe, dass das Potenzial von jungen Frauen einfach nicht anerkannt wird. Ja. Und vor allem, wenn man in der Situation ist, dass man selbst ein Kind ernähren muss, und man hat dann eben nur ein Gehalt. Also es wird einem einfach immer das Gefühl von Schuld oder von einem Makel irgendwie nahegelegt. Ja, es wird nie, also ich habe nie das Gefühl, dass ich wirklich mit meinem Potenzial willkommen bin.